Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Factorio. Ja, wir machen wieder weiter, wir legen wieder los hier. Mal schauen. Der tut hier noch fleißig seine Gärten machen hier. Okay. Machen wir mal Folgendes. Ich habe ja mal gesagt, wir müssten eigentlich jetzt einen Greifer nehmen, der die ganze Zeit das, was er rausnimmt, dem gleich wieder reingibt. Ich schau mal, ob das funktioniert. Konfiguration, Ablageposition hier, Aufnahmeposition da. Also im Prinzip eigentlich nur reinpacken und wieder rein zurück. Das ist ja gleich fertig. Das warte ich mal ganz kurz ab hier, ob das jetzt funktioniert. Dann kann die ja nämlich erstmal Gärten produzieren. So, gleich haben wir es. Und. Ja, es funktioniert. Wie das natürlich aussieht, haben wir jetzt nicht gesehen. Der nimmt es und packt es gleich wieder rein, sozusagen. Das ist geil. So. Und dann machen wir nachher hier. Warum habe ich eigentlich das nicht gemacht? Advanced. Hä? Ne, ich raff's gerade irgendwie nicht. Hä? Ach so, ja, ich habe manuell Dünger reingeschmissen. Ja. Jetzt weiß ich's wieder. Im Prinzip muss ich nämlich hier noch eine Anforderungskiste hinstellen. Anforderung. Und das zwar mit der Düngeranforderung hier. Die kannst du gleich behalten. So. Der hat Strom, der hat von da unten Strom. Das hat bloß ausgesehen, als hätte er keinen. So. Jawohl, jetzt hat er, das ist richtig so. Und dann kann der nämlich tatsächlich hergehen. Sag mal, dauert die Extraktion so lang? Brauchen wir das eigentlich noch einmal? Was ist das eine da? 50%? Ja, eigentlich. Eigentlich würde ich gerne noch mal das machen, damit wir diese andere Saat auch bekommen. Weil nur dann können wir nicht die Sache weiter kultivieren. So. Aber ich werde es dann von Hand die Gärten nehmen müssen und ja. Also was haben wir hier noch? Gemäßigter Garten. Aber so weit sind wir noch gar nicht. Ja, das dauert halt jetzt eine Weile, bis wir hier diese Tokens endlich haben. Das könnte sein, dass die tatsächlich schon, ja, da ist schon sehr viel da. Also von Saatgut. Wenn man es einmal raus hat, dann muss halt sehr gut aufpassen, dass man sich nicht gleich hier die Materialien sozusagen vernichtet und die nicht mehr hat, danach hat. Das kann man halt wegen endlos weiter produzieren, das ist mir wurscht. So, was ist denn jetzt eigentlich hier los? Ja, der kommt mit dem Kompost gerade nicht mehr. Ach so, ja. Da wird ja Kompost wird abgeholt und zu Dünger gemacht. Ach so, ja, ich verstehe. Dann ist mir alles klar. Ja, im Prinzip. Der hat jetzt hier schon einen Haufen Erde. Man könnte es auch einschränken, die ganze Situation hier zum Beispiel, dass man sagt, wir machen ja jetzt Seile voll. So, wie schaut es hier aus? Er hat schon wieder einen drin. Aber warte mal. Bringt es überhaupt was? Ich weiß es nämlich gerade nicht, ob das überhaupt was bringt, ob der nicht eigentlich immer bloß denselben Garten dann wieder hier. Also er hat anscheinend eine 5%ige Chance, einen zusätzlichen Garten zu erzeugen, aber das ist ja eigentlich ein totaler Schmann hier jetzt. Er macht aus Dünger und einem Wüstengarten einen neuen Garten. Und eigentlich auch die hier, oder was?
Ja, aber irgendwie diese Exploration Tokens. Habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Ich tut den mal kurz wegklappen. Weil sonst, das kann ja nicht sein. Irgendwo ist, glaube ich, da noch ein Fehler in meiner ganzen Logik, oder? Weil normalerweise. Oder man muss es halt so lang laufen lassen, dass man immer mal Glück hat, dass der dann tatsächlich einen zweiten Garten hier produziert, ne? Ansonsten macht er immer noch aus demselben Garten hier das Ganze hier eben, ne? Na, da müsste eigentlich noch die Sekunden anzeigen, das wäre auch noch nice. Was habe ich denn da noch? Stapelgreifarm, okay. Das sind elektrische Erzförderer. Ja, wenn das jetzt. Also, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, dass es so ewig lang dauert hier. Man hätte es ruhig ein bisschen schneller machen können, die Sache hier. So, jetzt ist das gleich soweit. Ah, wir haben einen zusätzlichen Garten. Aber wir kriegen keine Tokens. Also, in dem Punkt stimmt es nicht ganz. Ihr kriegt keine zwei Tokens hier. Lüge, Lüge, Lüge. So, Moment mal. Ja, ich glaube, das funktioniert doch nicht so, wie ich mir das dachte. Vielleicht, wenn ich sage so. Nee, er nimmt sich den Garten nicht. Ha, Mist. Das funktioniert nicht. Egal wie ich es konfiguriere. Nee. Das macht er nicht. Okay. Im Prinzip müssen wir das dann so machen. Hier eine Kiste hin. Dann liefert er das da wieder rein. Er nimmt das hier auf, packt den Garten da rein, der hier nimmt es wieder hier auf und packt den Garten zurück. Also so wie ich mir das dachte, geht's nicht. Dann war das vorher nur ein aus Versehen, dass ich gedacht habe, es hätte funktioniert. Ja, es kann sein. Okay, er schafft es jetzt in 150 Sekunden hier, aber das ist trotzdem sehr lahmarschig. Aber wie gesagt, ich könnte versuchen, wenn ich hergehe. Wo habe ich denn die Modul-Dinger da? Ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Effektübertragung. Effekt. Warum kann ich das nicht bauen? Ach, da braucht man Goldplatten dafür. Was ist denn da anders? Wir brauchen erstmal einen Effektteiler. So hier. Verteiler. Und dann bräuchten wir Goldplatten. Ja, wo kriege ich jetzt Goldplatten her? Habt ihr vielleicht Goldplatten zufällig irgendwo? Gold. Habt ihr für den Spieler mal eben ein paar Goldplatten auf dem Weg? Oh ja, da kommen ein paar. Ja, ihr müsst mir aber gar nicht so viele bringen. Wisst ihr was? Es reichen, wenn ihr mir gerade mal wirklich 10 Stück bringt. Oder meinetwegen, ach komm, dann bringt mir halt doch 20 oder so. Es werden mehr ankommen, auf jeden Fall. Ich weiß es. Warum tue ich eigentlich noch Kupferkabel hier anfordern? Ich weiß es gar nicht. So, jetzt bringen sie mir die Goldplatten, sehr schön. Ich weiß gar nicht, ob ich Vorrang vor allen habe hier. Dass der Spieler Vorrang hat. So, jetzt hat es mir das gelöscht. Effekt. Ich baue mal 2, komm. Das machen wir jetzt einfach mal. Und die restlichen Platten, die gebe ich wieder her. Die brauche ich jetzt mal nicht. Es dauert jetzt eine ganze Weile hier, tatsächlich. 15 Sekunden, so ein Ding hier. Echt jetzt? Das kann jetzt sein. Übertrieben. So, wir können jetzt. Ich habe euch das Ding ja eigentlich noch nie gezeigt, so richtig. Das passt jetzt natürlich hier nirgends richtig hin. Das muss ja nur mit der Ecke praktisch hier in dem Bereich liegen. Da können wir die anderen Sachen ein bisschen mitboosten. So, jetzt kann man nämlich hier Module reinhauen.
So zum Beispiel. Und jetzt wird der Effekt, also die 480-fache Geschwindigkeit im Prozent, wird jetzt hier an die ganzen übertragen. Jetzt seht auch, das Ding geht jetzt hier ab wie noch was. Jetzt haben wir bloß noch 54 Sekunden. Wenn ich jetzt nochmal einen Effektverteiler irgendwo hinbaue, zum Beispiel gleich hier im Anschluss und tau das nochmal rein. Module. Dann flippt er total aus hier und schafft es in 32 Sekunden, mir hier so einen Garten zu machen. Und alle anderen, da gehen natürlich auch schneller hier jetzt in dem Bereich hier. Braucht halt saumäßig Energie dann. Also das braucht jetzt hier 240 Energie. Aber so könnte eine Produktion zum Beispiel noch. Und guck dir mal. Das geht jetzt so schnell hier, das Ding, dass es bloß noch flimmert hier sozusagen. Alter Schwede, du. Wenn er so viele Produkte hätte, würde er auch so schnell herstellen. Ja, und der, wie gesagt, dadurch, dass man immer wieder einen Bonus-Dinger kriegt, dadurch kann man praktisch gewinnen, dass man sagt, naja, wir bekommen wieder einen neuen Garten. Aber ich nehme dem jetzt einfach mal die zwei Gärten weg. Und jetzt mache ich da draus Tokens. Das müsste jetzt natürlich auch schneller funktionieren. Ja, ich würde fast, mich würde es fast reizen, noch mehr solche Effektverteile herzustellen. Weil es halt wirklich unendlich lang dauert, der ganze Kack hier. Ich weiß gar nicht, wo die normalerweise drin sind, die Effektverteiler. Ist das vielleicht unter Modul? Module? Ja. Lass uns nochmal zwei bauen. Da möchte ich nochmal Goldplatten anfordern. Das hier das hat, ach ja, das hat ein kleineres Feld, okay. Oh, warte mal, ich will mal kurz das gucken. Ah ja, da passen auch noch vier Module rein. Ja, nur. Es ist auch genug, aber okay. Habt ihr mal noch ein paar Goldplatten für mich vielleicht? Das wäre sehr nett. Lalalala, Goldplatten verfügbar. Ja, jetzt kommen sie. So, ich fordere aber mal noch ein paar Module an hier. Ich möchte noch ein paar Module haben, bitte. So, im Prinzip kann ich jetzt die Anfrage schon wieder löschen. Dann baue ich die zwei gleich nochmal. Und dann geht das Ding halt ab wie Schmitz Katze, ja. Ich meine, die müssen jetzt ja auch einen Booster fahren hier, weil die sind ja auch jetzt in dem Bereich. Ja, definitiv. Da unten nicht, aber ja. Ja, ich tue da natürlich jetzt ungewollte Sachen mit boosten, aber okay. Für den Zweck ist es mir das jetzt allemal wert. So, zack. Und nochmal zack. 18,35 Sekunden. Der Arm fällt bald ab. Und bei dem hier. Ja, das geht so schnell. 13, noch was Produkte würde erstellen. In der Sekunde, wenn er genug Material hätte. Aber das hat er halt nicht. Na, hier ist eh bald voll. So. Okay. Herstellgeschwindigkeit 10,1, also plus 1920% steht jetzt zum Beispiel. Da stehen hier 2080%. Das ist die 16-fache Herstellgeschwindigkeit. Da haben wir die 30-fache Herstellgeschwindigkeit hier. Und hier die 53,9-fache. Oh, alter Schwede, ey. Aber das braucht jetzt halt satt Energie, ne?
Ja, wobei. Die Fabrik schläft ja halber, von daher. So, hat er jetzt eigentlich mal wieder eine neue... Ah, jetzt... Aha, jetzt haben wir auch Exploration. Unknown Key, ja, da stimmt auch was nicht ganz, aber okay. 40 Stück, jawohl. Anscheinend kommt da nicht immer ein Token raus, aber da steht keine Prozentzahl dabei. Komische Sache, jetzt hat das auf einmal hergegeben. Das verstehe ich jetzt nicht. So, und hier haben wir jetzt auch Tokens. Ja, jetzt haben wir eigentlich genug Tokens. Das ist ja der Witz dran an der ganzen Sache jetzt. So. Jetzt können wir nämlich da mal weiter forschen. Ich gebe das wieder hier in die Kiste, damit uns das Spiel nicht abschmiert, wenn ich hier so ein Labor aufmache. Und flutsch geht es hier. Es geht recht schnell. Und wir haben nur diese kleine Pyramide gebaut. Hier, das ist echt enorm. Forschung durch. Temporate Upgrade könnten wir jetzt mit 64 Upgrade machen hier. Das ist eigentlich auch das Letzte, was wir forschen können. Ne? Und das hier noch, aber das geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Warum die Flaschen, die haben keine Voraussetzung. Die Forschung NS ist einfach versandet hier. So, dann machen wir die Forschung noch. Nicht verfügbar, weil das noch nicht ist, genau. Swamp Farming, ja. Sumpffarmen. Sumpffarmer! Du Dumpf, du Sumpf. Ich finde es einfach nur lustig. So, da wird ordentlich angegriffen. Das ist auch schon fertig. Jawohl, dann können wir weitermachen. Dann machen wir jetzt das noch. Und wie gesagt, die Gasflaschen gehen nicht. Jetzt habe ich das aus dem Fokus verloren. Wo war denn? Ach, hier oben. Temperate Farm Upgrades. Es sind noch zwei. Forschen. Es sind noch zweimal, aber so viele Tokens haben wir, glaube ich, gerade momentan nicht. So viele Tokens haben wir gar nicht gerade. Okay, der hat wieder keinen ausgeworfen. Jetzt schauen wir mal, was haben wir denn noch hier? Jetzt haben wir Vitern immer noch hier. Das haben wir. Die haben wir eigentlich alle schon, die Samen. Die tue ich mal verfügen zu stellen. Das kann gern abgeholt werden. Was habe ich denn hier? Silberbarren. Warum habe ich Silberbarren im Inventar? Die Silberbarren können mal ganz schnell abgeholt werden. Die brauche ich auch nicht. Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass ich die habe. Das kann weg. Ja, und ich lasse es einfach weiter blinken hier. Das ist mir jetzt total wurscht egal. Das sind ja Tokens. Wow, 16 Stück. Wie kann das sein? Oder spart ihr die zusammen und irgendwann droppt er die raus hier, die vielen? Weil es dann nicht immer auf einmal passiert. Ah doch, jetzt da. Jetzt habe ich es gesehen. Jetzt sind die Tokens rausgekommen. 24. Also da haben wir die Forschung nicht lang brauchen, werde ich ja die Tokens gleich hier reinschmeißen. Immer wieder. Da brauchen wir gar keine Anforderung machen. Also jetzt kamen zum Beispiel keine Tokens raus. Es ist also wirklich so, dass es tatsächlich immer wieder mal aufs Glück ankommt. Genauso wie, dass jetzt hier kein neuer Garten entstanden ist. Ja, aber man lässt halt einfach dann so lang durchschnurren, bis halt mal was kommt. So, apropos, haben wir eigentlich schon wieder eine neue Rakete? Ja, natürlich, und Satellit. Und Satellit haben wir im Moment noch keinen. Aber das hängt damit zusammen, dass tatsächlich... Ja, das ist wieder das Problem. Wir haben hier überall die Solarzellenanfrage, die ist totaler Mist hier eigentlich. Das sind allen... Ich hab's einfach übertrieben. Ich hab's tatsächlich hiermit übertrieben. So, jetzt hören wir gleich zwei Satelliten herstellen. Ich mache mal folgendes. Ich lösche einfach das Programm. Oh oh.
Okay. Ja, da habe ich das angerichtet. wie geht denn das? Kann man? Man kann doch mit den Robotern. Ach nö. Das war jetzt ungeschickt. Ach ja, von den Dingern kann ja nicht viel hier. Warte mal, zack. Ups, das ist natürlich Blödsinn, was ich jetzt mache. Von den Dingern kann ja nicht viel aufgenommen werden, das ist das Problem. So, tut es bitte mal irgendwo in ein Lager reinschmeißen. Ich kann leider nicht so viel hier, das ist... Ja, jetzt bräuchte ich mehr Müll. Plätze. Warte mal, ist das ist wahrscheinlich nicht eh schon voll. Ja. Das ist das Problem. Ich kann dem hier jetzt noch ein bisschen was verteilen, aber ja. Ja, was ist denn los mit euch Robotern? Ihr sollt mal immer das Zeug hier abholen. Schlaft ihr noch irgendwo oder wie schaut's aus? Das müsste wirklich höher gesteckt werden können. Das wäre angenehmer. Ich meine sicher, ich kann den Raketentreibstoff auch zum Fahren benutzen. Das ist möglich, ja. Haben wir noch gar nicht ausprobiert. Irgendwo steht auch der Jeep rum. Da könnte man mal tatsächlich mit ein bisschen rumheizen. Ich behalte mal ein bisschen da von dem Sprit hier. So, weg mit dem ganzen Gedöns hier. Wir haben aber noch mehr hier rumfahren. Jetzt hat sich natürlich ein bisschen vermischt, das ist aber egal. Die Roboter werden das schon wieder bereinigen hier. Den Rest muss ich jetzt aber leider aufsammeln hier. Ja, da fliegen jetzt auch wieder ein paar Batterien rum. Aber weil das ja alles Angebotskisten sind, das ist überhaupt kein Problem. Was habe ich jetzt eingesammelt? Das kann weg. Jetzt sind die Roboter endlich aufgewacht hier. Das, was zu schaffen gibt. Die Batterien brauche ich nicht. Die packe ich auch weg. Den Rest lasse ich einfach auf den Bändern rumfahren. Das ist mir jetzt egal. Da müssen wir dann mal. Es kann sein, dass da noch irgendwas rumliegt irgendwo. Dass ich nicht alles bekommen habe. Das hat sich halt wieder verteilt, ne? Aber dass das geht, dass das wirklich. Wenn ich das Rezept rausschmeiße und dass das wirklich funktioniert, das ist naja. Das ist ein bisschen blöd, muss ich jetzt ernsthaft mal sagen. So, weg. Batterie noch einmal hier, so. Wir werden das doch hier hinkriegen, dass hier alles wieder geregelt abläuft. Okay, das ist natürlich das Blöde. Radar. So, das war jetzt wieder hier. Jetzt hat er wieder was rausgenommen. Jawohl. Jetzt muss ich das wieder ab. Na gut, ich habe ja gesagt, einen nicht behalten. Ein Stack. Batterien. Ja, wenn die Batterien, genau. Wenn die Roboter mal aufgewacht sind, dann geht es ratzi fatzi.
Zack, weg. Ich habe doch hier jetzt auch bestimmt. Ja, habe ich natürlich. Ach, die wieder nicht hergeben, dann muss ich das manuell machen. Weiß nicht warum, dass ich hier an Sachen festhebe, die ich nicht haben möchte. Nur um den Spieler zu ärgern. So. Und das letzte Programm hier. So, jetzt habe ich's. Weil wir brauchen das wirklich nicht. Also wir sollten das konzentrieren, dass die Satellitenernter gebaut werden hier. So. Batterien, Batterien, Batterien. So, jetzt ist eigentlich nur für den hier das Ganze wertig sozusagen. Die Batterie drin. Naja. Wie gesagt, das wird sich noch klären, die ganze Sache wieder. Das ist jetzt nicht so schlimm. Jetzt haben wir. Ah ja, okay. Ach, der hat jetzt schon. Ah, Moment, ich habe nämlich hier Autostadt mit Ladung gemacht. Ach, verdammt, ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich jetzt nochmal abwarten, bis da eine Rakete und dann wollte ich nochmal manuell starten. Ein Satellit haben wir noch. Deswegen warte ich jetzt eigentlich nochmal direkt auf die Batterie. Auf die Batterie, Quatsch, auf die. Auf die Rakete eigentlich. Ja, warum? Was fehlt denn jetzt eigentlich? Ach, die Robos, die kommen wieder nicht nach, die Lahmarschis. Wisst ihr was, Robos? Ihr seid solche Pfeifen. Ich weiß gar nicht warum. Wir haben doch genug Roboter. Tu doch hier mal noch ein paar in Dienst schaffen hier, ja? Die müssen natürlich alle aufladen, ne? Beispiel Treibstoff bräuchten wir jetzt hier, ne? Ja, komm. Wir nehmen mal hier ein paar Treibstoffpakete. Und hauen das hier rein. Da brauchen wir Steuereinheiten hier. Können wir auch direkt hier reingeben. Sind jetzt hingekommen. Landü. Jetzt doof. Warte mal, die Radare, die ich jetzt hier in der Tasche habe, die können ja auch. Die habe ich vergessen wegzugeben. Hä? Komisch. Das sind die Steuereinheiten. Ich kann die. Ach, ich habe sie gar nicht gesehen. Ich habe die übersehen. Warte mal. Ja, da kann ich mir erst denken. Das ist der Witz eigentlich bei der ganzen Sache. Wenn der so wenige, dann muss ich ja tatsächlich die Anfragen erhöhen. Das mache ich jetzt einfach mal, weil das ist mir zu doof. Dass der hier ewig auf die Sachen warten muss. ...90%, jawohl. Bald startet eine neue Rakete aus dem Silo raus. Das will ich jetzt einfach mal kurz abwarten. Warte mal, wir können ja auch mal das boosten. So, Achtung. Ja, jetzt kommt auch der Alarm. Genau, nur wenn die hochfährt, dann kommt der Alarm. Das wollte ich Ihnen mal zeigen, aber ich habe es nicht mehr gewusst. Ich habe gedacht, beim Start kommt der auch. Jetzt wird sie fixiert, festgehalten, das Satellit wird noch reingeladen und Start! Ja, immer so ein Moment, ey, das ist so geil. Ui! Ach, es ist genial. Gestartet. Ja, dann machen wir das rein. Jetzt wisst ihr es, jetzt habe ich es euch gezeigt. So, da ist die Weltraumforschung. Die wird entladen. Und die nächste Rakete wird gebaut. Moment einmal. Da habe ich auch noch einen Haufen Sonnenkollektoren jetzt bekommen.
So, das von, hab ich gesagt, kommt hier hin. So, jetzt. Also, irgendwann fällt der Arm noch ab. Jawohl, das sind ein Haufen Tokens. Ah, jetzt hat er mal ein paar mehr Wüstendinger. So, darf ich mal hier an die Kiste ran? Ich habe hier ein paar Tokens. Das werden aber nicht die letzten Tokens gewesen sein. Jetzt haben wir auf jeden Fall zwei auf Halde. So, da wir jetzt eigentlich die Saatguts da noch wollen haben, das ist halt jetzt auch wieder eine Glückssache, dass ich jetzt zum Beispiel das hier bekomme. Oder das hier. Die zwei fehlen uns nämlich eigentlich noch von der Desert-Sache hier. So, Temperate ist fertig. Temperiert, wohl temperiert. Ja, alles grün jetzt hier. Dann würde das hier noch weitergehen. Sumpf, aber vom Sumpf haben wir noch gar nicht viel gefunden. Von daher, da müssen wir es mal suchen gehen. Ich finde es eigentlich so krass, wie das Ding hier abgeht. Ja, der eine ist ein bisschen langsamer, weil der nicht, oder? Ah ne, weil ich hier. So, jetzt hat's. Jetzt hat's richtig, ja genau. Jawohl, gibt mir die Tokens her und die ganzen. Ja, wieder die falsche Saat. Mist. Das gefällt mir nicht. Das gebe ich weg. Das gebe ich weg. Das brauche ich nicht. So, die Tokens. Die kann ich wieder in die Forschung schmeißen. Token. Ja, das sind jetzt wahrscheinlich zu viel Tokens. Aber ich bekomme sie eh nicht mehr raus, weil ich halt so ein Gebäude nicht anklicken kann. Ohne dass mir das Spiel abschmiert. Naja, dann werden die nächsten Tokens, die rauskommen, halt für andere Sachen verwendet. Das ist sowieso, wir brauchen ja jetzt keine Tokens mehr, ne? Das ist ja. Aber es gibt, glaube ich, kein anderes Rezept da, dass man keine Tokens bekommt. Da gibt es immer Tokens. Ja, jetzt sind hier wieder Tokens. Ich brauche es aber nicht. Das heißt, ich brauche es schon. Für irgendwas braucht man die Tokens noch. Wir können ja mal kurz gucken. Token. Ah ja, für die Upgrade-Blocks. Damit man bessere Maschinen hat. Aber ansonsten wird der Token gar nicht weiter gebraucht mehr. Wer die Forschung durch hat, ist Ende im Gelände. Also man kann das hier machen mit wüstenähnlichem Klima. Das ist das Ergebnis und dann ziehst du nicht mehr weiter, wie es ist. Die Forschung, ernsthaft? Ernsthaft, da fehlt noch ein Token oder so? Ich weiß es nicht, wie viele Tokens. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich hätte gedacht, das wären jetzt eh schon zu viele Tokens. Oder was fehlt? Ich weiß es nicht. Näher. Es wird schon an den Tokens liegen. Ein Token war es tatsächlich. Okay, fertig geforscht. Also jetzt haben wir das. Ja, außerdem, das geht nicht. Also ihr seht, ich kann es nicht erforschen. Es ist nicht verfügbar. Da hat wohl einer mal gedacht, er bringt da irgendwelche Gasflaschen mit rein. Oder es ist irgendwie ein Folgemod noch hier, wo ich nicht habe. Aber egal. So, die Tokens schmeiße ich wieder hier rein. Im Prinzip könnte ich aber auch so ein Upgrade-Feld bauen. Komm, gib mir mal noch die Tokens her. Jetzt müsste ich da mal so ein Upgrade-Dings erstmal bauen. Was habe ich jetzt? Desert, ne? Ich habe drei Desert-Felder auf jeden Fall. So, würde das eigentlich funktionieren, wenn ich jetzt tatsächlich schon mal...
Ja, das funktioniert. Da wird dann eine neue grundlegende Farm gebaut. Aber wir können es ja upgraden, ne? Warte mal, wird es ja auch überbauen können. So, die arbeitet dann anscheinend ein bisschen schneller. Wobei das jetzt mit den Dingern hier geboostet ist. Zwei Effektquellen sind ja drin. Herstellgeschwindigkeit 1. Warte mal kurz. Ah ja, normal ist die Herstellgeschwindigkeit nicht so hoch. Oh nee. Seine Drohne mit Wolfram-Carbidplatten abgefangen. Ihr könnt die wieder haben, die 6 Stück. Die liefere ich wieder hier. Aber was sind das hier? Das braucht keiner hier, diese ganzen Reparaturdinger hier. So. Jetzt haben wir dann nochmal ein Plot. Also dann bauen wir das auch noch hier aus. Kann man sehen, wie schnell das wächst. Das finde ich richtig genial. Echt genial gemacht hier. Ich gucke das so gern zu. So, da hat wieder mehr Tokens hier. Habe ich die alle verbraucht? Ja, es waren 15 Stück, genau. Ja, 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 dann sind die weg. Stimmt. Ja, Forschung beginnen. Geht nichts mehr. Doch, es geht noch. Und zwar geht es jetzt eigentlich bloß noch hier eine Schadensupgrade und so weiter. Was ist denn das Billigste, was wir haben? Das haben wir schon angefangen. Dann können wir das ja mal weiter forschen mit dem weißen Fläschchen und so weiter. Da kann es aber sein, dass andere Flaschen jetzt im Moment fehlen. Ich meine, ich hätte den Eindruck gehabt, dass das fehlen würde. Diese ganze Modulforschungsgeschichte anscheinend braucht man momentan auch nicht mehr weiter. Das hat sich auch erledigt. Modullabore. Und die ganze Geschichte müssten wir jetzt auch mit den Gardens machen. Ich baue noch mal so ein, zwei von denen hier. Das erzählt eine Menge. Ja, die haben wir ja noch nicht hier. Sumpf. Na, Sumpf bringt mir nicht viel. Wir müssen den Sumpf erstmal züchten. Doch, es bringt mir schon was. Ich kann die jetzt züchten. Ich kann jetzt auch hier. Das Extraction. Dann machen wir das hier. Das ist eine Exploration, das wollen wir nicht. Und wir brauchen im Prinzip keine Tokens. Ich will ja keine Tokens, aber ja. Das kann ich mir leider nicht raussuchen. Da würde ich nachher. Warte, warte mal, da machen wir es gleich so. Dann machen wir hier nämlich gleich die Sumpfverarbeitung noch. Sumpfgartenkultivierung. Ich werde da auch ganz normale Kisten hinbauen. Natürlich, der hat keinen Strom mehr. Was sind das für einer? Ach je, alt. Old Tech. Alte Technologie. Ups, das ist aber nicht richtig. Das sieht blöd aus. Wisst ihr das? Ja, so ist es schöner. Ach, Inventarplätze sind jetzt erforscht. Ich habe mehr Inventarplätze jetzt. Was ist das nächste? Ja, machen wir gleich hier weiter. So, bitteschön. Jetzt können wir auch gucken hier, wie viele Raketen gestartet sind. 3 mit Satelliten, eine ohne. Man kann in die Rakete noch einen Fisch reinmachen. Dann kriegt man das Achievement. Ja, vielen Dank für den Fisch oder so ähnlich. Es ist aus irgendeinem es ist aus einem Film, glaube ich, raus, der Satz. So. Ablage stimmt, Aufnahme da. So, und das Ganze andersrum, so und so. Und bei
dem, ja gut, das können wir auch so machen. Ne, beziehungsweise Aufnahme, Ablage. Aufnahme, Ablage. So, jetzt, was haben wir hier gewählt? Gemäßigte Gärten. Gemäßigte Gärten. Und Dünger fehlt noch. Sumpf, jetzt brauchen wir noch Sumpf. Dann müssen wir hier noch Dünger ran schaffen. Wie mache ich denn jetzt das? Ja, ich habe mich hier fast ein bisschen verbaut. So, Anforderung, Anforderung. Da geht leider nichts mehr hier, dann machst du nichts. Haben wir den hier einmal hier und dann einmal da. Zack und zack. Zack und zack und zack. Anforderung kopiert, jawohl, der hat noch einen Haufen Dünger hier. Da können wir mal ein bisschen hernehmen, zack. Und hier noch. Zack. So viel Dünger braucht ihr ja nicht und die Dinger flippen schon wieder aus. Wir tun noch mehr Boosten hier, damit der Arm halt abfällt. Wir wollen so. So, und jetzt werden die Dinger gezüchtet und dann können wir nämlich da auch Saatgut rausziehen. Wir können hier natürlich immer das Programm ändern, wenn wir das denn wollen. Ich ändere hier dann immer wieder das Programm. Je nachdem. Im Moment hat er nur zwei da, okay. Und bei dem muss man eigentlich erstmal warten, bis der hier was aufbaut. Bis sich da mal Druck aufbaut, sozusagen. Okay. Gefällt mir. Und im Prinzip die gemäßigten Bäume. Mit denen kann ich so nichts anfangen, tatsächlich. Haben wir ja rausgesehen. Weil selbst wenn ich hier... Nee. Also, man müsste theoretisch aus den gemäßigten Bäumen erstmal was machen. Also man kann sie eventuell, aber das hat er ja hier im Rezeptebuch nicht drin. Gemäßigter Baum. Man braucht einen gemäßigten Baum tatsächlich nur, um einen Saatgenerator dafür zu bauen. Ansonsten braucht man die gemäßigten Bäume gar nicht. So viel zu dem Thema. Und warum habe ich das so oft hier? Das haben wir jetzt eigentlich alles schon. Braucht keinen, wir haben immer alle hier. Das, der Rest ist eh wurscht. Ich weiß ja, wie es geht, von daher. Das kann ich jetzt natürlich mit den anderen Saatgutsorten dann auch aufziehen, wenn wir da dann was haben. Wir sind jetzt im Moment dabei, also da werden wir Tokens generiert, schöne Sache. Aber halt noch keine neue Gärten. Auch hier beim Sumpf, da macht er noch mit seinem einen Sumpf hier rum. Gut. Das können wir aber jetzt einmal ein bisschen auf sich arbeiten lassen, hier die ganze Sache. Und was brauchen wir hier nochmal? Da müssen wir uns da nochmal mit beschäftigen, mit den Baumsaat-Dingern hier. Das heißt, wir brauchen dann diesen Saatgenerator hier. Ich werde das Rezept nehmen, weil das ist mir jetzt so blöd, mit Methan noch da rumzumachen und Kohlenstoffdioxid. Also wir schauen mal, wir werden dann diese Baumsaat produzieren und dann können wir zum Beispiel Holz damit machen, ne? Aber vielleicht können wir uns das nächste Mal noch mit diesen Rohdiamanten und so weiter beschäftigen. Mal schauen. Je nachdem, wie weit es hier dann ist, kann es aber ein bisschen laufen lassen. Aber hier hat sich noch nicht viel getan, außer ein paar Tokens. Ich sage jetzt erstmal wieder vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Mehr gibt es natürlich beim nächsten Mal wieder hier, wenn wir wieder Factorio spielen. Ja, ich... Sag auf jeden Fall, bleibt dabei, wenn ihr das noch sehen möchtet. Und dann bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.